Spätklassenhalbfinale beim 21. Anton Kulatz Gedächtnisturnier beim TTV Neustadt-Aisch. 18. Mai 2013, Aufschlag Tobias Heringlehner. Spielt noch bei Spanien-Modus Nürnberg, wechselt aber in der nächsten Saison zum hier gastgebenden Verein TTV Neustadt, zusammen mit seinem Vereinskollegen Florian Beck. Auf der anderen Seite Claudio Viro aus Metzingen hierher gefahren, wo immer das liegen mag. Im Hintergrund der Costa Kate oder Kabel, wie immer man das aussprechen mag, von Frickenhausen. Im Warm-up, im Training mit Christian Heidingsfelder. Der hier am Turnier selbst nicht teilnimmt, aber das komplette Turnier auf Videos band, die dann auf YouTube zu sehen sind. Da stehen seine Kameras. Für Claudio Viro, der jetzt aufschlägt. Und da ist der Satz auf seiner Seite. Es ist immer noch Vorrunde, Basti. Was macht ihr hier?